Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Zelda Shadow of Zelda Skyward Sword. Im letzten Mal haben wir uns im Wald von Fyrune ein bisschen weiter umgesehen und sind jetzt hier tief im Wald drinnen. Ja, und jetzt wollen wir natürlich hier auf diesen Stein hier, zerr, den Himmelstrahl richten. Ich weiß gar nicht mehr, was das macht, was ich jetzt davon habe. Boah, das Artefakt ist gen Himmel gestiegen. Die Kraft deines Schwerts scheint das bewirkt zu haben. Wohin es wohl verschwunden ist, das Rätsel ist gar noch rätselhafter geworden. Den alten Schriften zufolge sind die Artefakte der Göttin über das ganze Land verstreut. Solltest sie alle auf diese Weise in den Himmel schicken. Sag mir Bescheid, wenn du etwas mehr darüber herausgefunden hast. Okay. Was auch immer mir das jetzt gebracht hat. Ich weiß es nicht mehr. Wie gesagt, ich habe Skyward Sword in meinem Leben ein einziges Mal durchgespielt und habe während dem... während ich es das erste Mal blind eben gespielt habe, ich war ja übelst gehypt auf das Spiel, habe ich das Spiel, ich glaube, dreimal pausiert oder so, weil es mir übelst auf den Sack ging. Gebieter, in diesem Gebäude glaube ich, Zeldas Aura zu erspüren. Der erste Dungeon. Gleichzeitig aber spüre ich die Aura des Bösen. Viele Ungeheuer scheinen dort zu lauern. Willst du denn noch weitergehen? Na klar doch! Hey! Wie Fernbedienung? So, jetzt halt. Pass nur auf dich auf. Niemand wird dir dort drin helfen. Ach, du auch nicht? Das ist schön. Ja, ich... Wenn du Gefahr spürst, solltest du vielleicht zurück in den Wolkenort begeben, dich dort neu auszurüsten. Ich empfehle dir, ein Schild zu deinem Schutz sowie Herztränke mitzunehmen. Ist gut! Und nun lass die Suche nach Zelda fortsetzen. Es ist schon gut! Meine Güte, das ist ja schlimmer als bei Pokémon Ultramond! So. Wunderbarex. Was haben wir hier? Rubine. Guti. So. Oh, was haben wir hier? Achso, das sind diese... Diese Bomben, ich explodiere Teile. Ich will es. Hey! Ah. So, ist hier noch irgendwo was? Anscheinend nicht. Okay. Dann würde ich mal sagen, wird es Zeit. Wir speichern noch ganz kurz. Und dann begeben wir uns in den nächsten Dungeon. Es macht eigentlich gar keinen Sinn, dass wir jetzt speichern. Aber ist einfach zur Sicherheit immer. Man kennt's ja. So. Die Tür ist versiegelt und lässt sich nicht öffnen. Ach! Fuck! Soll ich dann Schwertstrahl drauf richten? Zer! Zer! Nö. Okay. Bam, 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 bam. Da muss ich hier wahrscheinlich irgendwas... Irgendwas finden. Irgendwo muss hier dann was sein. Sieh mal, na guck, da kann ich klettern, aber wie komme ich dann da hoch? Bam, bam, bam. Geh weg. Hä? Ja, aber wie komme ich denn? Hä? Wie komme ich denn dann jetzt da rein? Ah, schon gesehen. Alles klar. Da ist er. Sehr gut. Schön versteckt. Alter, eigentlich ist das Spiel volle Kanne blind für mich. wenn ich mich nicht ganz irre, müsste Skyward Sword sogar ziemlich geile Dungeons haben. Tempel des Himmelsblicks.
Oder waren die Bosse ziemlich geil? Oder war beides geil? Oder bin ich geil? Ja, ich sowieso. Gebieter, ich nehme in diesem Tempel die Augen vieler Kreaturen wahr. Du hast mir vorher versprochen, dass mir hier drin keiner hilft. Also halt dein Maul frei. Daher kann ich Zeldas Aura nicht isolieren. Somit ist die Aurasuche momentan nicht einsetzbar. Ich schlage vor, dass du dich umsiehst, um dir einen Überblick zu verschaffen. Ist es... Wow, eine Speicherstatue im Dungeon. Alles klar. Hey! So, sehr schön. Und sehr! Alter, was habe ich eigentlich für ein... Was habe ich eigentlich hier für ein Brotmesser, wenn ich nicht mal Spinnenweben mit einem Schlag zerschneiden kann? Mit was für einem Brotmesser kämpfe ich hier bitte? Ah, das sind sie. Yeah, Fledermäuse hier. Da komme ich wohl nicht hin. Da muss ich erstmal ein bisschen weiterschauen. Zier! Und zier! Okay. Hey! Alles mal weg hier. Aha, hier kann man hochklettern. Hey! So, sehr schön. Oh! Okay. Soll ich dich erstmal... Halt da Maul. So. So geht das. Und activaten. Aha. Alles klar. So, gehen wir hier durch die Tür durch. Oh, ein Auge. Das ist ein Auge. Hallo Auge, soll ich dir ins... ach ja, mit A-Feuer hier. Mach auf! Hey! Okay. Warte mal. Und wie bleibt das... Auge offen. Oh, was haben wir hier? Der du vom Himmel kommst, hör auf den Diener, der dich ins Erdland gebracht hat. Nein, Fei, halt dein Maul. Ich habe eine Idee. Zer! Ach, ich glaube, ich erinnere mich. Okay. Na? Yeah! Einmal kurz probieren hier. Das ist geil. Das ist geil gemacht, finde ich. Dass man das Auge so verwirren muss. Das ist geil. Oh je. Oh je. So. Erstmal die ganzen Bomben hier entschärfen. So. Okay. Was gibt's hier denn? Ach, das ist schon wieder eine Speicherstatue. Was ist los mit euch? Ich bin im Dungeon. Und dann gibt ihr mir hier Speicherstatuen? Gesack! Okay, das hat nicht gereicht. Vielleicht hat, aber ich habe für nur schlecht Anlauf genommen. Kann ja sein. Einfach nochmal ausprobieren. Da komme ich nicht durch. Von da komme ich. Oh, was ist denn da oben? Guck mal. Zer. Zer. Okay. So. Alles klar. Ah, jetzt bin ich hier beim Eingang wieder. Okay. Okay, hallo, hallo Itzy Bitsy Spider. Dich lasse ich am Leben, weil du tust mir gerade nichts. Und außerdem mag ich Spinnen. Muss ich noch mal ein bisschen Vollgas hier geben. Yeah! Autsch, Schädelbasisbruch.
Okay, mein Rubin. Oh, was haben wir denn hier? Hallo? Zer! Aha. Alles klar. Alles klar. So, dann mal hier hoch. Ah, da ist ja noch einer. Guck mal. Sieh mal einer. Guck, da ist ja auch einer drüber. Ein Schalter. Hab ich gar nicht gesehen. So. Hey, du komm mal her. Stirb! Geil! Oh! Riesen Itzy Bitsy Spider! Okay. Okay. Soll ich hier einen Busch auf dich werfen? Nö. Tja! Nö. Ah! Ah! So, einmal so. Hey! So! Halt, 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 halt. Neu ausrichten und entlang da. Und zack. Und drüber da. So. So. Alles klar. Okay. Ah, jetzt kann ich die von hinten angreifen, oder? Tja! Ah, mit so Schlitzattacken, Spießattacken, die nicht optimal funktionieren. So. Alles klar. Dann müssen wir hier die ganzen Gegner besiegen. Da steht schon wieder was. Trefft die Juwelen, die auf der Karte mit X markiert sind. Finde die Karte in der zentralen Kammer. Deine Mutter stinkt nach Fisch, habe ich dir das schon mal gesagt. Oh, hi. Hab ich gar nicht gesehen. Tja. Und du machst? Ah, du füllst die Kammer mit Wasser, warum auch immer. Ah, deswegen. Alles klar. Jetzt ist die Kammer drüben mit Wasser geflutet. Okay. Dann schauen wir doch mal, was mir das jetzt gebracht hat. Oh je, da habe ich doch eine Kiste gesehen. Ah, es sieht nach einer wichtigen Kiste aus. Ja, da haben sie die Dungeon-Karte hier. Geil. Sehr schön. Ja, kein allzu großer Dungeon. Ist so logisch, ist auch der erste. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Du hast nun eine Karte dieses Gebiet erhalten. Rufe sie durch Drücken von Plus auf. Darauf wird dir angezeigt, wo sich Türen oder Schatztruhen befinden und ob diese geöffnet, versperrt oder ungeöffnet sind. Symbole wie X markieren eben genannte Stellen. Ich weise dich jedoch darauf hin, dass du an Orten wie diesem keine Signallichter setzen kannst. So. Okay. So. Okay, dann will ich jetzt mal hier nach rechts da oben. Hey, geh da hoch. Und zwar hier lang. Na. Zer. Hey. Alles klar. Und open. Habe ich bis jetzt irgendwas übersehen? Da ist noch eine Kiste. Da, die ist da drüben. Alle, die ganzen Schalter sind hier markiert. Was ist denn los? Warum macht ihr sowas? Aber optisch sieht der Dungeon Fall echt geil aus. Muss ich mal sagen.
Insgesamt muss ich aber auch sagen, mir gefällt dieser Grafikstil, den Skyward Sword hat. Kann ich die... Nö. Tja. Aha! Spieß! Und Spieß! Ja! Oh, komm schon! Zack! Jetzt hat, meine Herren! Okay, was haben wir denn hier noch? Oder mal lauter Mini-Itzy-Spider. Ich will euch ja gar nicht töten, aber ich muss. Es tut mir leid. Das Spiel ist immer gemein. Ist immer so gemein zu spinnen. Alter, gar nicht gut. Ich habe nur noch 4 Schuss. Das gefällt mir gar nicht. So, was steht denn hier? Türen, da kann man zur linken und zur rechten. Trifft die Juwelen einmal oben, einmal unten. Ah, guck mal. Okay. Und zack. Aha. Der Wasserpegel nochmal höher gesetzt. Ah, so komme ich jetzt wieder zurück. So, und durch da. Aha, hier bin ich jetzt wieder. Okay. So. Ist hier dann jetzt irgendwo noch... Komme ich denn dann jetzt darüber? Muss ich vielleicht wieder zurück, weil da jetzt das Wasser ja etwas höher ist. Weiß, dass ich jetzt hat. Aha, haben wir gedacht, dass ich jetzt eben ein Stockwerk höher komme. Und dann dementsprechend einen weiteren Schalter activaten kann. Zack. Ich könnte wieder ein bisschen Munition gebrauchen, ein paar Deko-Kerne. Herzen brauche ich keine. Ich brauche Deko-Kerne, da habe ich nur noch 2. Und du gibst mir ja keinen Deko-Kern. Die Pilze sind aber cool. Ich mag die Pilze, weil es sind Pilze. Drehst du dich mit mir? Ja, tust du. Zer! Ach, komm schon. So. Ah, jetzt bin ich schon hier. Alles klar. So, erstmal hier heilen. Beachten Sie mich beide, achten Sie auf mein Schwert. Sehr gut. Was haben wir denn jetzt hier drinnen? Das würde ja keinen Sinn machen, würde alles schon auf der Karte angezeigt. Ein kleiner Schlüssel natürlich. Sehr gut. So, dann haben wir doch hier jetzt eigentlich alles, oder? Ja, hier haben wir alles. Sehr, sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Okay. So. Dann können wir jetzt eigentlich hier so rüber jumpen. Hat nichts gebracht, schade. Ich habe gemeint, vielleicht reicht's ja. Hätte ja sein können.
So, und dann kann ich jetzt hier eigentlich ganz normal rüber, oder? Ja, weil da jetzt der Balken ist, genau. Ah, und hier brauchen wir auch schon gleich den Schlüssel. Und ich würde mal sagen, meine Freunde, den benutzen wir beim nächsten Mal. Also gut, Leute, das... Ich habe diesmal den Nunchuck gar nicht berührt. Meine Herren. Also gut, Leute, das war dann Let's Play, der Legend of Zelda Skyward Sword für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.